Hallo und herzlich willkommen zurück zum sechsten Teil vom Deliver Us the Moon. Blablabla. Okay. So. Beim letzten Mal mussten wir mit ansehen, wie tragischerweise hier etwas sehr schief gegangen ist. No. Suchmangel die Einschienenbahn nach Helium 3. Ja, also, ne, also. Da drüben sehe ich Helium 3. So. Kommen wir hier rein? Nein. Hier bräuchten wir Energie für. Okay. So, hier war das böse Band, das... ...nur funktioniert, wenn wir da stehen. Hier ist was. Phase 1. Evacuation. Outwards planning demands relief or Copernicus outpost. As followed, collateral damage has been managed, but some casualties in crew quarters are unrecovered. Please handle them with dignity. They deserved better. We rendezvous at Copernicus Moon Up. Evacuation crew 1. Sonst noch was? Nö, ne? Okay. Ja. Thank you.
Ich habe eine Idee. Weil hier scheint ja was anderes noch dahinter zu sein. Ne? Oh. Hier ist die Druckplatten. Das heißt, ich müsste hier irgendwas draufstellen, ne? Haben wir was zum draufstellen? Nee, ne? Im Moment nicht. Da drüben war ja der Wagen drin mit dem... Ne? Ah, solange ich draufstehe, kann ich hier durch. Habe ich hier eine Möglichkeit? Bidi, bidi, bidi. So, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir auf jeden Fall mal Energie. Aber das bringt mich jetzt so noch nicht unbedingt weiter. Da ich hier noch nicht reinkomme. Ne? Da oben könnte ich rein, wenn ich hier hochkomme. Aber da komme ich so auch nicht hoch. So, wie ist denn das hier? Hier komme ich auch gar nicht rein, ne? Jo, warte mal. Warum ist mir das nicht eher aufgefallen? Das Terminal hat den ein- und ausgehenden Verkehr im Hangar der einschiedigen Bahn erfasst. Ein aufgezeichneter Befehl zeigt, dass eine Einschienenbahn mit kritischer Geschwindigkeit abgesandt wurde, mit verheerender Auswirkung auf Teile des Gebiets. Wochen später zeichnete das Terminal zusätzliche und ungewöhnliche Aktivitäten auf. Kannst du hier, Nina? Ich könnte damit... Bidi, bidi. Nuff. So. Aber erstmal gucke ich hier jetzt gerade nochmal rein. Und ich sehe etwas, was du nicht siehst. Von draußen. Ja. Und da haben wir Energie. Kann ich das jetzt eigentlich nutzen, um da reinzukommen? Ich meine... Ja. Das funktioniert ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob ich das hier nochmal brauche. Die Energie hier drin. Also durch die Tür komme ich ja nicht so durch, ne? Sonst noch irgendwas? So, was ist jetzt passiert?
I don't know. Das Förderband ist auch nicht stehen geblieben, ne? Dabei. Ne, das läuft noch. Ich weiß nicht. Also wir müssen auf jeden Fall los rein. Ich lass mal noch kurz hier. Ist überhaupt noch Saft drauf? Hier kommen wir dann wieder hier rüber. Hier war ja kein Saft drauf, ne? So, dann kommen wir da unten rein. Die Bahn da unten durchdonnert. Okay. Okay. Wäre trotzdem noch die Frage, wie komme ich denn da überhaupt rein? Ah, vielleicht ist die eine Energiezelle wirklich erschöpft. Die da drinnen ist. Wir müssen einfach die tauschen. Aber tja. Bagger. Nichts tauschen. Bier nehmen. Und da reinstöpseln. Ah, okay. Da kommen wir zu dem Punkt, wo wir es doch drüben abstellen müssten wahrscheinlich, ne? Weil ich hier keine andere Möglichkeit sehe im Moment. Außer hier durchzugehen. Von der anderen Seite vielleicht. Hier kommen wir ja nicht durch. Klaue ich mir die mal. Guck mal, ob die funktioniert. Nee, die ist, glaube ich, leer. Ne? Das heißt vielleicht... Jetzt natürlich die Frage, welches zuerst, ne?
jetzt diese Tür offen. Sehr schön. Da geht es aber nicht weiter, nein. Okay. Ist hier irgendwas? Nein. Hier auch nicht. Da leuchtet wieder was. Aber das können wir nicht. Nichts machen. Okay. Also. Feuer! Nee. Also ist jetzt das Problem, ne? Oder kommen wir da jetzt von draußen ran? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt von draußen rankommen. Nee. Vermutlich nicht. Oh, warte mal, die Tür ist ja noch offen. Oh, die hier nicht. Ich probiere das Ding trotzdem mal, auch wenn es leer zu sein scheint. Vielleicht reicht das ja, um hier die Tür zu öffnen. Nein. Ah, okay. Oder könnte man diese Tür von der anderen Seite öffnen? Nee, eigentlich nicht. So, da oben war ich schon gucken, ne? Jetzt wollte ich noch mal kurz gucken hier. Ist hier noch irgendwas? Nee, auch nicht. Okay. Aber ist jetzt mal echt die Frage, wie kriege ich die Türe auf? Oder jene hier? Oder bleibt die andere Tür jetzt auch offen? Ich meine, falls ja, wäre okay. Dann könnte ich da wieder aufmachen und... Ne? Das habe ich jetzt nicht probiert. Und ich könnte ja außerdem, wenn ich die Tür da unten aufkriege, über das Ding da hier wieder rüber. Zur Not. Oder? Oder?
Okay, die Kamera funktioniert nicht. Ich probiere das nochmal. Ich nehme das Ding nochmal mit. Und stopf das nochmal da rein. Da vermutlich nicht dran vorbei, oder? Nein. Hier oben komme ich ja jetzt trotzdem nicht rein. Bräuchte eigentlich noch eine zweite volle. Beziehungsweise. Ja. Auch wieder nicht, weil. Ja. Ist ja in dem Moment, wo ich jetzt hier den Stöpsel ziehe, geht die Tür wieder zu. Na? Ja. Ah, ich habe eine Idee. Ja. Ich weiß wie. Back an die Gehörz endlich hinbekommen. Also rausbekommen. Wir haben noch diese schönen Förderbänder hier. Ich muss nur sicherstellen, dass ich wieder rauskomme. Alpf. So. Rauskommen. Das Ding kann ich nicht ziehen. Schade. Hep. Hep. Nee, hep. Oh, okay. Ich stehe auf irgendwas. Ich weiß nicht auf was, aber ich stehe auf irgendwas. Hep. Ansonsten gibt es ja auch gar nichts, ne? Hier ist nichts, was man Schalter umlegen könnte oder so. Nein. Okay. Halt. Energiezelle. Bim, 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 bim. Thank you.
Sehr schön. So, einmal wenden, bitte. So. Sehr schön. Können wir die wieder rausnehmen? Vielleicht brauchen wir die woanders noch. Nein, wir können sie nicht wieder rausnehmen. Okay. So, 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 so. Jetzt braucht man das Ding nur da hinschieben, ne? Damit wir hier hochkommen. Boing. Phaser Feuer. Meinen Wagen mitgenommen hier? Sowas. Frechheit. Sowas. Hüpf. Hüpf. Solange der Teil da oben bleibt, wo er ist. Aber das heißt, dass wir das Ding noch brauchen, oder? Und zwar müssen wir das Ding da reinbuxieren. Warning. Caution. Optical radiation. So. Ist das eine gute Idee, was ich hier mache? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte ich den Reaktor nicht starten, bevor ich nicht den Akku entladen habe. Ne? Helium 3 eingeführt. Zur Energieproduktion Reaktor aktivieren. Ja, aber erstmal Energie abführen. Ah. Bidi, wo müssen wir hin? Geh mal gucken. Dich stört das ja bestimmt nicht, oder? Wartung. Hier ist ein Knopf.
hoch, vermute ich mal. Und darüber. Wieder zur MPT-Steuerung. Okay. Also schauen wir mal. Also jetzt da durchflitzen und den Knopf da drüben drücken. Let's go! Überladung. Systemintegrität bei 80%.
Ach du Hacke! Nicht gut. So. Wie schön, dass es hier Sauerstoffstationen gibt. So, und jetzt? Gefahr. Ach, du Heilige. Muss ich jetzt hier oben rumlaufen? Oder muss ich hier... Nee, da kann ich doch nicht drauflaufen. Das ist doch unter Strom. Wo muss ich hin? Muss ich jetzt wieder da runter? Kann doch nicht sein. Ich vermute, ich muss hier irgendwie drüber. Ich gehe nochmal Luft holen. Ah, der Reaktor geht gleich in die Luft, aber wir trödeln rum. Ich weiß. Okay, let's go. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier drüber hüpfen müssen. Alle hüpfen. Alle hüpf! Alle hüpf! Alle hüpf! Alle hüpf! So, und hier? Was jetzt? Ah, darüber. Okay. Juhu! Wee. Hüpf! Ist gut, dass wir hier keinen Extra-Timer haben. Sauerstoff-Timer reicht ja. So. Nach oben. So, und hier? Auch erstmal. Sauerstoff tanken. Okay. Sieht auch nicht so gesund aus. Seite lang. Hüpf. 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 Hui. Wir haben wieder Sauerstoff. NPC-Überladung. Systemintegrität bei 60%. Ouch.
Systemüberladung. Systemintegrität bei 50%. NPT ausrichten, um Übertragung fortzusetzen und Druck abzulassen. Na schön, also rennen können wir nicht mehr. NPT-Überladung. Systemintegrität bei 40%. Durchhalten. Halt die Augen offen. Du musst das durchhalten. Du musst das schaffen. Nein, nicht. Epische Musik. Für die Erde mit den Mikrowellenstrahlen gegrillt. Ja. Wir leben noch. Da war doch zwischendurch mal die Stimme. Ich komme dich retten.
Fortuna One, ist das... Ich glaube es nicht. Wir empfangen Energie. Er ist wieder online. Der MPT überträgt. Alle Systeme laufen. Globaler Empfang steigt wieder an. Kapsel. Sind wir er? Ist die Musik jetzt so laut? Jetzt haben wir den Spock gemacht. Reaktor wieder angeschmissen und an Strahlenüberladung und so. Ja. So wie es aussieht. Damit haben wir das Ende dieses Let's Plays erreicht. Als nächstes holen wir uns den Mars zurück.
Vestia 3 an Bodenkontrolle. Wir haben sie gefunden. Ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach, Rolf Robertson, Erik Range, ja, tatsächlich, mit eingesprochen. Ah, oh, hat man gar nicht gehört. Ja, also, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns sehen, Also, ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.
so viele Leute waren daran beteiligt, ey. Boah. Das ist Wahnsinn. Kickstarter und so, ne? Geld gegeben haben und tralala. Ohne all diese Leute hätte dieses Spiel so nicht existiert. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.